Hallo und herzlich willkommen zu dieser Bitwig Beats Practice Session. In dieser Folge geht es um Ghost Notes. Und Ghost Notes sind im Prinzip einfach nur leise gespielte Noten zu lauter gespielten Noten. Das heißt, meistens werden sie im Zusammenhang mit Percussions genannt, also Hi-Hats, Drums, Snares, Kicks, Rimshots, Crashes, alles mögliche in der Richtung. Deshalb assoziiert man Ghost Notes immer sehr mit Percussions. Aber im Endeffekt könnte man einfach sagen, Ghost Notes sind einfach nur leise gespielte Noten vor oder nach laut gespielten Noten, die einfach einen gewissen Rhythmus oder eine Betonung von den lauten Noten unterstreichen wollen. Wenn ich jetzt einfach mal so ein Stück nehme, das ohne Ghost Notes spielen würde, so ein Percussion-Clip mit ein bisschen Instrumenten drumherum, dann klänge das so. Und wenn ich da jetzt Ghost Notes hinzufüge, dann klingt das so. Das waren Ghost Notes. So, aber legen wir doch einfach mal los. So, ich habe hier einfach einen leeren Clip angelegt und habe hier meine Drum Machine am Start und wechsle jetzt einfach mal in den Editor mit Shift-Tab und schalte die Expressions hier unten ein, weil wichtig sind hier einfach die Velocities, also die Lautstärken, die Anschlaglautstärken. So, und standardmäßig würde ich jetzt sagen, wir machen jetzt einen ganz einfachen Clip. Mit 16 habe ich, glaube ich, eingestellt, genau. Und packe jetzt hier überall einen Hi-Hat und dazwischen packe ich jetzt einfach mal einen Open-Hi-Hat, so als ganz, ganz einfachen Percussion-Clip. So, alles ist auf 100%, alles ist gleich laut und das Ganze klingt jetzt so. So ein Standard-Ding. So, jetzt könnte ich noch eine Kick dazu packen. Und eine Snare. Und dann klingt das Ganze so. Standardrhythmus, nichts Besonderes. Reicht mal so, um irgendwie was unter den Sound zu legen, unter die Pads oder was auch immer da gerade spielt. So. Das klingt aber relativ schnell, nämlich ungefähr spätestens nach einem Takt, klingt das so ein bisschen öde. Und um das Ganze ein bisschen aufzupeppen, kann man Ghost Notes verwenden. Oder man könnte natürlich noch andere Instrumente hier reintun, aber sagen wir einfach mal, wir würden jetzt mit diesem Takt hier starten und dieser Takt soll einfach ein bisschen interessanter klingen als nur das. Dort, dort, dort. So, und da kommen jetzt die Ghost Notes ins Spiel. Das heißt, ich packe zum Beispiel bei den Hi-Hats hier noch eine Ghost Notes dazu und die Ghost Note ist natürlich leiser, wie vorhin erklärt. Ghost Notes sind einfach nur leiser gespielte Noten. Und ich mache es jetzt mal einfach und deaktiviere jetzt mal Snare Kick und die Open Hi-Hat, indem dass ich hier auf die Spur klicke und Alt A drücke zum Deaktivieren, Aktivieren, Deaktivieren, Alt A. So, und jetzt habe ich nur die Hi-Hat. Und wenn ich jetzt eine Ghost Note hinzupacke, dann hört sich das so an. Nichts Spektakuläres, aber das tut eine ganze Menge. So, jetzt mache ich einfach hier noch eine hin. Und hier mache ich das gleiche Schema nochmal. Und jetzt merkt man schon, wie dann ein anderer Groove reinkommt. Hier noch eine reintun.
So, und wenn ich die Ghost Notes noch mal kurz ausmache im Vergleich. Da tut sich jetzt einfach schon eine Menge. So wie man bei Sounds auch immer sagt, es ist immer schön, wenn sich der Sound bewegt, wenn sich da was tut, das bleibt, so bleibt der Sound auch interessant und der Zuhörer kann da immer wieder Neues entdecken. Und ähnlich ist es hier auch bei den Ghost Notes, beim Beat. Wenn man jetzt einfach Ghost Notes hinzupackt, ich kann das ganze Ding jetzt voller Ghost Notes packen. Dann wird es wieder so ein bisschen gleichförmig. Können die Ghost Notes natürlich auch nochmal unterschiedlich laut machen. Gibt es das Ganze nochmal. Dann arbeite ich mich so langsam an einen Groove vor. So, jetzt packe ich mal die Open-Hi-Hats wieder rein. Mach hier zum Beispiel habe hier jetzt schon mal einen wesentlich interessanteren Groove, obwohl ich hier alles gerade vollgepackt habe mit Hi-Hats, klingt das dennoch super rhythmisch. Würde ich jetzt hingehen und würde zum Beispiel sagen, ich nehme jetzt hier von dem Gesamten, was ich hier habe, packe das mal alles so auf 80%, also alle gleiche Lautstärke, wird sich das so anhören. Will ich nicht, weil so hört es sich einfach besser an. So, und bei den Hi-Hats kann ich jetzt auch weiterhin gehen, kann das zum Beispiel hier nochmal hinpacken. Spiegel einfach quasi hier in der Hälfte, was ich hier tue. Hier bei den beiden mache ich vorne eine Ghost Note dran, bei denen mache ich hinten eine Ghost Note dran. Oder ich mache bei dem letzten vorne auch nochmal eine Ghost Note dran. Oder mache das überall. Das war jetzt vielleicht ein bisschen viel hier. Eigentlich wollte ich nur diese eine Note. Und da mache ich das vielleicht hier nochmal so. Und bei der Snare geht es zum Beispiel auch. Könnte ich hier eine reinmachen, nur Ghost Note, also leise. Noch leiser. Damit ich hier symmetrisch bleibe, mache ich das. Mache ich die Kick an mit Alt A. Ist ein bisschen zu hoppe hoppe reiter mäßig. Ne? Dann kann ich da hinten vielleicht nochmal einen hinpacken. Könnt ihr zum Beispiel auch nochmal. Ups, Entschuldigung, einen Crash bauen. nehmen wir den mal hier. So als vielleicht ein bisschen lauter. Hier hinten ein bisschen leiser. Nochmal kürzer. Oder vielleicht sogar wieder lauter. Das heißt, ich spiele hier einfach mit Lautstärken. Und betone einfach die Noten, die ich hier schon habe. Und wenn ich die Ghost Notes hier jetzt wieder alle ausmache, ups, also so mit Alt, jetzt habe ich sie wieder deselektiert,
Das so mit Alt A. Das ist mein ursprünglicher Rhythmus ungefähr. Die Crash habe ich jetzt, da die sowieso leise war, hier mitgenommen, aber egal. Hier haben wir es nochmal. Na, die Crash, doch, da kriege ich sie noch. Das ist der Standardrhythmus und hier sieht man schön so ein bisschen ausgegraut, geghostet, was meine Ghost Notes sind. Das heißt, eine ganze Menge Noten, die hier spielen. Und durch die Ghost Notes groove das Ganze nochmal. Das sind wie so die Zwischenschläge. Oder wenn man so einen Bongo-Spieler sieht, wie der dann immer abwechselnd auf die 1 betont und die anderen leiser spielt und dann wieder auf die 1. Also man kann ja eine ganze Menge machen, dass so ein Grundrhythmus, der sonst keine Variationen enthält, Variationen sind immer wichtig, aber schon in sich eine ganze Menge Variationen an Lautstärken, an Dynamik enthält. Und das machen eben die Ghost Notes. Und wie gesagt, Ghost Notes werden meistens in Zusammenhang mit Percussions genannt, aber im Endeffekt sind sie ja nichts anderes als Lautstärkenunterschiede zur Hauptnote, sage ich das jetzt mal, die die Hauptnote rhythmisch unterstützen. Das geht natürlich auch bei jedem anderen Instrument, vielleicht nicht in dieser Geschwindigkeit oder auch gerade in dieser Geschwindigkeit, je nach Instrument, kann man das eben wunderbar benutzen, um den eigenen Sound, den eigenen Track wesentlich interessanter zu gestalten. Ich hoffe, das hat euch gefallen und wenn ja, dann abonniert den Kanal, drückt den Daumen, drückt die Glocke und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.